Werte Herrschaften, darf ich vorstellen, Lady Plenske ist fertig für ihren Ausflug nach Esken. Liebe will nicht, Liebe ist. Ich hab die Plenske unterschätzt. Als Hutmodel macht die garantiert Weltkarriere. Aber garantiert nicht mit diesem Hut. Warum bin ich nicht in solchen Momenten richtig schlagfertig? Der Hut will sich wohl nicht von ihr trennen. Ich hasse sie. Ich hasse sie alle. Und am allermeisten hasse ich mich. Ich habe jede Sekunde gezählt. Tragen Sie jetzt nicht etwas zu dick auf? Ich finde nicht. Ich habe keine Angst vor Übertreibungen, wenn sie angemessen sind. Und jetzt halten Sie sie für angemessen? Das klingt ein bisschen nach Fishing for Compliments. Glauben Sie, dass ich das nötig hätte? Nein. Zumal jedes Kompliment bei Ihnen nichts weiter als eine profane Wahrheit wäre. Trotzdem muss ich Ihnen gestehen, dass Sie anbetungswürdig sind. Sophie. Ich heiße Sophie. Sophia, die Göttin der Weisheit. Also, ich mag ja vieles sein, aber weise bin ich ganz bestimmt nicht. Ich meinte das auch mehr im Sinne von anmutiger Schlagfertigkeit. In Hannovers preußischen Fürstenhäusern trugen viele geistreiche Prinzessinnen den Namen. Ach, auch noch gebildet? Mein Name dagegen bedeutet nur so viel. Danke, der Name reicht mir. Victor. Darf ich noch einen Drink bestellen? Ich habe eine bessere Idee, Victor. Ich verfüge über eine gut sortierte Hausbar. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich kann mich immer noch wegschmeißen. Die Plenske mit dem Hut, das hat zusammengepasst. Wie Gabia mit Bratkartoffeln. Stell dir mal die Plenske mit dem Pfann vor. Aber dann bitte mit Hut. Die Leute würden uns noch im Internet besuchen. Gibst du mir einen Espresso, bitte? Die fühlen sich nur wohl, wenn sie bei jemandem herziehen können. Findet ihr das witzig? Du, David, das fändest du auch, wenn du Plenskes Hut im Modenschau gesehen hättest. Keiner unserer Mitarbeiter verdient es, dass man ihn so verletzend niedermacht. Du, das ist nicht meine Schuld, dass er aussieht, wie sie aussieht. Dafür hat sie mehr Grips in ihren kleinen Fingern als du unter deiner Föhnfrisur. Was hast du gegen meine Frisur? Ich habe was gegen deinen Umgang mit Mitarbeitern. Der bedarf einer dringenden Überholung. Ich erwarte, dass du dich bei Frau Plenske entschuldigst. Super, David. Gib's her. Heute noch. Bärchen? Ja? Weißt du was? Nee, du? Ich hab's. Na schön. Machst dich über mich lustig? Nicht die Bohne, aber was immer du hast, es kann sich nur um was Gutes handeln. Es ist auch. Ich werde Taxifahrerin. Das hat Zukunft. Du wirst was? Na, warum nicht? Du, verwegen Zukunft. Ja, die Taxifahrer, die ich kenne, die jammern alle. Das machen Ärzte und Anwälte auch. Außerdem verdiene ich da viel mehr als hier im Haushalt. Ja, tu doch nicht so, als wenn wir schon am Hungertuch nagen würden. Es geht mir doch nicht nur ums Geld, das weißt du auch. Ich muss einfach mal wieder raus, unter Leute kommen. Ja, du musst den Taxischein machen. Ja, das weiß ich auch. Aber dafür muss man doch wohl kein Genie sein, Mäuschen, wie lange bist du nicht mehr in der Stadt gefahren? Das sind bestimmt 5, 6, 7 Jahre. Traust du mir das nicht zu, dass ich das schaffe? Natürlich traue ich dir das zu. Das ist ja gerade, dir traue ich alles zu. Ich habe auch eine Überraschung, guck mal. Der Seidel Senior hat mir 2 Karten zum diesjährigen Kerima Award. Award geschenkt. Fürs Pferderennen? Mit allem drum und dran. Die Firma vergibt da einen Preis.
Und danach ist richtig toller Empfang. Ach du, da passen wir doch gar nicht hin. Schnattchen ist auch da und alle ihre Kollegen. Ach so. Mhm. Na ja. Da könnte ich doch nach Hoppegarten fahren. Schon mal fürs Taxi üben. Hm? Du willst fahren? Wo soll ich da sitzen? Na, daneben. Das kannst du dir abschminken. Entschuldigung. Ich konnte mir das Lachen einfach nicht verkneifen. Sie sahen so witzig aus mit diesem Hut auf dem Kopf. Schon gut. Ich habe anscheinend ein Talent, mich lächerlich zu machen. Ach, das passiert doch jedem Mal. Vergessen Sie's. Und Herr Seidel, er wird mir jetzt wahrscheinlich eine Fettnäpfchenpauschale von meinem Gehalt abziehen. Oder, naja, vielleicht wird er mich auch sofort kündigen. Ach, glauben Sie im Ernst, Sie hätten Ihren Job noch, wenn niemand wüsste, was Sie auf dem Kasten haben? Danke, nett gesagt. Na, ihr? Na, du? Hast du vielleicht irgendeine Gemeinheit vergessen, die du noch loswerden möchtest? Warum so feindselig? Wenn ich feindselig bin, was bist denn du dann? Frau Plenz gefährt ihre Krallen auf. Oh, Angiftereien kann ich echt nicht brauchen. Ja, ich hab zu tun. Was machst du überhaupt hier? Wirst du nicht am Empfang gebraucht? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mir leid tut, wenn ich vielleicht vorhin irgendwelche Bemerkungen über dich gemacht habe, die du möglicherweise in den falschen Hals gekriegt hast. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Da war nichts in den falschen Hals zu bekommen. Du hast dich mal wieder unmissverständlich ausgedrückt. Jedenfalls habe ich mich entschuldigt. Du bist Zeuge. Ciao. Verlogenes Aas. Also für mich sieht es so aus, als hätte sie jemand dazu verdonnert, sich bei Ihnen zu entschuldigen. Schöner Traum. Und wer soll das gewesen sein? Was ist das denn? Eine Einladung. Du bist zum Kirima Award eingeladen? Ja. Und für mich hast du keine. Was hast du denn mit Kirima zu tun? Ja, vielleicht mehr als du. Du, geht eh nicht. Morgen kommt eine Warenlieferung, da muss jemand im Laden sein. Aber nicht ich. Moment mal, das ist dein Job, verdammt. Nein, es war nur ausgemacht, dass ich dich vertrete, wenn ich Zeit habe. Ja, was hast du denn morgen so enorm Wichtiges zu tun, bitteschön? Der Max wird auch da sein, also muss ich dahin. Max und ich sind schließlich zusammen. Ja, dann hättest du ja auch eine Einladung gekriegt. Husulen. Denkst du, der alte Seidel schickt seiner Frau eine Einladungskarte? Ja, und wer macht jetzt den Dienst morgen? Das ist nicht mein Problem. Das gibt's nicht. Die wichtigen Modemagazine haben alle zugesagt. Natürlich kommt auch die Yellow Press. Oh je, die Hyänen sind wieder los. Ich fand sie immer sehr informativ. Vor allem, was deine vielen Affären betrifft. Das war unter der Gürtellinie. So genau wollte ich das Thema nicht vertiefen. Hinzu kommen außerdem einige Vertreter der Tagespresse. Die meisten Interviews können Hugo und ich übernehmen, aber du kommst auch nicht ganz ungeschoren davon. Du wirkst angespannt. Alles in Ordnung? Das geht schon, danke. Es gibt aber noch jede Menge zu tun. Wirklich schade, dass die halbe Firma jetzt schon meinen Hut gesehen hat. Gesehen und entsprechend gewürdigt. Ist hier jedenfalls das Thema des Tages. So ein Trampel. Sei gnädig. Die Plenske ist ja beinahe schockgefroren. Ah, ich habe übrigens Herrn van der Lohe noch eine Einladung zukommen lassen. Das ist doch in deinem Sinn, hoffe ich. Ja? In einem ähneln sich Architekten und Modedesigner. Man muss sie immer bei Laune halten, wenn man Spitzenleistung will. Das gilt für andere auch. Wie wär's mit einer Nackenmassage? Haben Sie etwas mit Kirima Moda zu tun? Mir gehört der Laden, sozusagen. Ach, dann sind Sie Sophie Seidel? Sophie von Bramberg. Wollen Sie davor noch meinen Pass sehen? Davor? Ich dachte, wir plaudern erstmal noch ein bisschen. Sie wollen nicht mal meinen Nachnamen wissen, oder? Wieso? Sind Sie berühmt? Tut mir leid, da muss ich passen. Adelig? Nein, auch das nicht. Reich? Dafür kennen wir uns noch nicht gut genug. Dann wollen wir das doch mal schnell ändern. Sie sind ein sehr interessanter Mann. Und Sie sind eine sehr interessante Frau. Und Sie arbeiten in einer sehr interessanten Branche. Ach, wollen Sie noch was loswerden vorher? Sie meinten doch, wir sollten uns näher kennenlernen. Den theoretischen Teil können wir auch beim Dinner erledigen. Und das machen wir jetzt mit diesem wunderschönen Nachmittag.
Aber ich muss darauf bestehen, später alles über Sie und Ihr interessantes Geschäft zu erfahren. Alles, was du willst, Victor. Alles. Tu mir jetzt einen Gefallen und halt endlich die Klappe. Ja. Oh, Moment, Frau von Bramberg kommt gerade rein. Das ist die Druckerei Schönberger. Sie fragt an, ob Sie die Festbroschüre heute Abend, spätabends noch hierher geliefert haben wollen oder morgen früh gleich direkt zur Rennbahn. Von Bramberg hier? Mhm. Guten Tag. Ja, ich habe schon davon gehört. Wenn Sie wirklich zuverlässig sind, dann wäre es mir sehr lieb, Sie liefern direkt nach Hoppegarten. Ja, natürlich wird jemand von uns da sein. Gut, aber bitte bis spätestens 10 Uhr. Ich verlasse mich auf Sie. Wiederhören. Ich habe nur ein paar dringende Termine außerhalb. Ja, wenn ich Ihnen irgendetwas abnehmen kann, dann sehr gern. Sie helfen mir am allermeisten, wenn Sie hier die Stellung halten. Rufen Sie bitte nochmal das Catering an. Es haben sich Änderungen für das Buffet in der VIP-Lounge ergeben. Ich habe hier alles notiert. Ist das alles? Ganz bestimmt nicht. Das meiste wird mir einfallen, wenn ich aus dem Haus bin. Ich rufe Sie dann von unterwegs aus an. Und falls es irgendwelche Probleme gibt, erreichen Sie mich auf dem Handy. Alles klar. Also, Frau von Bramberg, ich wollte noch einmal mit Ihnen, also wegen Ihres Hutes. Das ist doch schon vergessen. Und vergleichen Sie bitte noch mal die Einladung in der VIP-Lounge mit den Bestätigungen. Ich muss dringend wissen, mit wie vielen Leuten wir jetzt überhaupt zu rechnen haben. Was los? Tschüss. Britta hat ganz recht. Gute Arbeit ist das Einzige, was wirklich zählt. Ich werde das hier schon managen, egal was kommt. Und wenn sich noch jemand wegen des Hutes über mich lustig macht, lache ich einfach mit. Kirimamoda, Büro Mariella von Bramberg. Ich habe gar keine Ahnung mehr von Berlin. Da werde ich mich für den Taxischein aber ganz schön ins Zeug legen müssen. Mit dem Stadtplan da würde sich jeder verfransen. Der ist total veraltet. Die meisten Straßen sind umbenannt. Welchen Weg würdest du zur Rennbahn nehmen? Mäuse, nun bohr doch nicht immer mit dem Finger ins Schlimme. Ich kann die doch nicht einfach so mit meinem Auto fahren lassen. Also ich würde die Stadtautobahn nehmen und dann die Ausfahrt. Komisch. Die Ausfahrt ist ja gar nicht drauf. Da sieht man mal, wie viel du vom Autofahren verstehst, ja? Die Ausfahrt, die gibt es schon so lange, wie es Pferde gibt. Und die ist genau hier. Nee, da. Nee. Ist nicht. Das ist auch sinnlos mit dem ollen Ding hier. Du, statt grauer Theorie, lass uns doch eine Spritztour nach Berlin machen, zu Übungszwecken. Ja, selbst murmelnd, ja? Na ja? Zeige ich dir mal, was es für tolle Straßen in Berlin gibt. Eben. Und ich fahre. Na komm! Aber ich sitze hinten. Hast du etwas Schiss, Bernd Plenske? Als Beifahrer bin ich total ungeeignet. Ja, ich gehe dir voll auf den Senkel. Mäuschen. Natürlich gibt es einen Fototermin bei der Siegerehrung. Ja, richtig. Ihr Interviewtermin ist gleich danach. Selbstverständlich ist der Seidel informiert. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt habe ich das Layout vorliegen. Natürlich. Ihr Unternehmen wird als Sponsor hervorgehoben. Kirimamoda, Büro Mariella von... von Bramberg. Das habe ich erledigt. Ja. Mit den Sponsoren habe ich auch schon gesprochen. Mhm. Die habe ich auch angerufen. Die Interviewtermine sind alle bestätigt. Das mache ich. Ja. Es läuft alles bestens. Bis dann. Ich bin wirklich gut. Und dabei wurde mir PR wirklich nicht in die Wiege gelegt. Aber jeder wächst an seinen Herausforderungen. Und ich erst recht. Selbst Mariella würde das hier nicht besser hinkriegen. Ich hatte den Termin völlig vergessen. Es ist wirklich zu ärgerlich, dass ich jetzt nochmal in die Firma muss. Tja, jeder hat seine Prioritäten. Glaub mir, ich hasse es, dich jetzt gehen zu lassen. An mir liegt's nicht. Du hast mir ein Dinner versprochen. Schon vergessen? Morgen findet der Kerima Award statt. Ich habe nun mal repräsentative Pflichten. Ich kann jetzt unmöglich das Interview canceln. Spontanität leisten sich nur sehr Reiche oder sehr Dumme. Ich möchte nicht daran schuld sein, dass du deine Pflichten vernachlässigst. Sehen wir uns wieder, schöner Fremder? Sicher. Adieu. Wegen dieser blöden Kuh muss ich jetzt extra in letzter Sekunde für Mariella einen neuen Hut entwerfen. Du, ich würde auch nichts aufsetzen, dass die Träne schon mal auf den Kopf gehört hat. Hallo? Ich höre wohl nicht richtig. Gut, meine Darbietung war mal wieder prall daneben, aber ich bin schließlich kein Läusemob.
Es ging ja mehr um die Überraschung. Marielle ist wirklich untröstlich, dass sie dem Plenske mit ihrem unsäglichen Auftritt alles verdorben hat. Stimmt ja gar nicht, untröstlich. Sie hat's ja schon längst wieder vergessen. Außerdem kann sie den Hut ja später nochmal verwenden. Den Hut musste ich höchstpersönlich in feine Streifen schneiden. Was? Das kann doch nicht sein. Mariella war doch so gefasst und gelassen. Nach außen hin wirkt sie ja immer so gefasst, aber ich sage dir, die ganze Sache danach war sie wirklich komplett konsterniert. Du, ich frage mich, was noch passieren muss, bis dieses Trampeltierchen hier endlich mal gefeuert wird. Also bisher hat sich das Mäuschen ja immer außerhalb meines Radars bewegt, aber jetzt fängt sie wirklich langsam an, mir auf die Nerven zu gehen. Jetzt muss ich die ganze Nacht wegen ihr Hutkrempel bügeln. Ich kann dir ja Modell stehen. Mein Gott. Immer geht es hier nur um Äußerlichkeiten. Wird denn das nicht irgendwann langweilig? Was ich leiste, interessiert scheinbar kein Aas. Und Glück gehabt bei deinem Freund Max? Ich habe ihn noch nicht erreicht. Dann kann ich also morgen mit dir rechnen. Ach, so ein Glück. Da kannst du deinen Lover ja gleich selbst fragen. Lover? Wessen? Ihrer? Das müsste ich doch eigentlich wissen. Jürgen findet sowas witzig. Aber wo du gerade schon mal hier bist, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich bräuchte unbedingt noch eine Einladung zum Kirima Award. Es tut mir leid, das ist nicht meine Baustelle. Und soweit ich weiß, ist die Gästeliste übervoll. Du bist mir eine echte Hilfe, danke. Aber auch wenn er euch auf den Kopf stellt, ich werde morgen bei diesem Rennen sein. Was willst du denn? Da ist total langweilig. Naja, klar, deswegen redet ja deine Kirima-Mischpoke seit Tagen von nichts anderem mehr. Ich komme und wenn ich als Pferd kommen muss. Du, da fände ich es wesentlich nützlicher und ästhetischer nebenbei, wenn du hier deinen Job machen würdest. Vergiss es. Ich werde morgen auf der Tribüne sein. Meine Kleine, eins muss man dir lassen. Du bist echt hart im Nehmen. Wie meinst du das? Ich kenne niemanden, der sich so reinkniet, obwohl er statt Anerkennung immer nur einen Tritt gegen das Schienbein kriegt. Es baut mich doch schon auf, dass du wenigstens meine Arbeit zu schätzen weißt. Na, davon hast du noch nicht so viel. Hey, sag das nicht. Wenn du nicht wärst, dann hätte ich das hier manchmal echt nicht gepackt. Ach, was Blödsinn, Quatsch. Darfst du nur Sabrinas Gemeinheiten nicht so zu Herzen nehmen? Wenn's nur Sabrina wäre. Weißt du, in jeder Firma gibt's Pfeifen, die nichts können. Und die versuchen dann mit miesen Tricks und mit Intrigen weiterzukommen. Und wenn die's nicht hinkriegen, dann zieh ich mich so lange durch den Kakao, bis Vollmilchschoko draus geworden ist. Lisa, du machst hier echt einen super Job und das sehen alle. Zum Beispiel, dass ich dafür sorge, dass Marielle die Fassung verliert und dass Hüte in Streifen geschnitten werden und dass Hugo irgendwelche Mäuse auf dem Radar hat. Jetzt noch mal zum Mitschreiben, ja? Du arbeitest hier für zwei und du arbeitest so lange wie zwei. Und dann kannst du auch mal den falschen Hut aufhaben. Da hast du recht. Und außerdem steht ja gerade Mars im dritten Haus, da ist eh nichts mit Harmonie. Schwacher Trost. Du, aber die Sterne, die stehen ja zum Glück nie still. Die ziehen immer weiter ihre Bahn, das kommt alles noch anders, wirst du schon sehen. Danke. Dann, tschüssi. Frau von Bramberg? Ja, bitte? Die Blumen wurden eben für Sie abgegeben. Von wem? Einem Boten. Hat er was ausrichten lassen? Nee. Ist was? Nee. Ich könnte doch deine Kiste noch mal durchchecken. Ich habe ein paar tolle neue Tuning-Kits. Ja. Na, da kann man nichts machen. Blödsinn, ich bin nicht sauer. Quatsch, war viel zu kurzfristig, klar. Also, bis bald. Ciao, ciao. Hallo, Jürgen. Wir brauchen einen Stadtplan. Und zwar die neueste Ausgabe. Du hast doch Stadtpläne, oder? Ja, klar. Trifft sich ganz gut, dass ihr gerade reingeschneit kommt. Ich wollte dich eh gerade anrufen. No, da hast du ja jetzt Gebühren gespart. Ja, du hattest doch so einen Spaß, als du mir letztens ausgeholfen hast. Ja, schon. Und? Und da wollte ich fragen, wenn du willst, dann könntest du mir morgen vielleicht wieder aushelfen? Morgen ist aber schlecht. Da sind wir beim Pferderennen. Wir haben nämlich eine Einladung zum Kerima. Award. Award. Ja, das ist natürlich Pech für mich. Allerdings, also ganz so unheimlich wild wie Bernd bin ich da nicht drauf. Ach, nicht? Mm-mm. Ja, das heißt? Vielleicht kann ich dir ja doch helfen. Unter einer Bedingung. Aha, und die wäre? Unter der Bedingung, dass du mich als regelmäßige Aushilfe beschäftigst. Ja,
Es muss ja kein unbefristeter Vollzeitvertrag sein, nicht? Ich zahle hier ja noch ab bis 2016. Du brauchst nur einschlagen und versprechen, dass du keine anderen Frauen mehr ansprichst. Als Aushilfe meine ich. Mehr will ich nicht, ne? Und vergessen Sie nicht, Frau Plenske, was die Gästeliste betrifft, haben Sie den Hut auf. Nehmen Sie mich bitte nicht auf den Arm, Frau von Bramberg. Das mit dem Hut ist mir wirklich peinlich genug. Es tut mir leid, das war wirklich nicht so gemeint. Ich lasse gerade einen neuen Hut für dich anfertigen, Mariella. Morgen früh hast du ihn. Danke, Hugo, du bist ein Schatz. Ich weiß. Hast du die Pressetermine für mich arrangiert? 3 vor dem Lauf am Führing und 4 in der VIP-Lounge. Ich habe die Uhrzeiten aufgeschrieben und die Namen und die Zeitung von den Journalisten. Sie wollen auch Fotos machen, das habe ich ganz genau vermerkt. Mal, wann muss ich eigentlich morgen in Hoppegarten sein? Um 9.30 Uhr. Du nimmst die Lieferung der Druckerei entgegen. Zu Befehl, Frau Feldwebel. David findet, wir sollten noch auf ein gutes Gelingen morgen anstoßen. Hm. Und dann will ich dich nach Hause entführen. Für mich nicht, danke. Ich gehe lieber ins Bett. Gute Nacht. Frau Plenske? Ja? Ich möchte gerne mit Ihnen anstoßen. Ich danke Ihnen sehr. Wenn morgen alles reibungslos läuft, dann ist das zum großen Teil Ihr Verdienst. Und das, obwohl Public Relations völliges Neuland für Sie ist. Dankeschön. David hat völlig recht. Wir sind eine exzellente Mitarbeiterin. Hm. Jetzt spannen Sie mir aber nicht aus.